herzlich willkommen bei Tumpfis Kanal. Heute geht's an die Honigernte. Die erste Honigernte 2021. Es ist endlich soweit. Ja, wie läuft es bei mir so ab? Also, ich habe keine Bienenfluchten drin, sondern die Honigräume sind besetzt. Ich werde mir da bei den Honigräumen die schönsten verdeckelten Honigwaben rausnehmen, mit dem Besen die Bienen abkehren in den leeren Raum hinein. Und ja, die Rämpchen kommen dann mit nach Hause, werden dann dort ausgeschleudert und später kommen sie dann wieder in die Zagen rein. Die Honigräume sind abgeschleudert und jetzt kommen die ausgeschleuderten Rämpchen wieder rein in den Honigraum. Es ist wieder einmal sehr heiß. Müssen wir ein bisschen schneller arbeiten oder ich. Ein bisschen Rauch. Nur ein bisschen, dass sie die Bienen da ein bisschen auf den anderen Honigraum konzentrieren. So, jetzt kommen die ausgeschleuderten Rämpchen da nochmal rein. Das sind zwei ältere Rämpchen, die was nach der Honigernte dann rauskommen, eingeschmolzen werden. So. Wir müssen zügig arbeiten, um Räuberei zu verhindern, weil der Honigduft lockt natürlich alle an. Eh logisch. So. Achte. Thank you.
So, und es ist wieder alles drinnen. Folie drauf. Deckel drauf. Dachel drauf. So, in dem Sinne, das war es auch schon wieder. Meine erste Honigernte 2021. Ich habe von 3 Völkern jetzt den Honigraum geschleudert. Insgesamt sind es um die 61,5 Kilo geworden. Ist nicht so schlecht, finde ich. Die Frühtracht ist ja eigentlich fast ausgefallen. Und einmal wird das dann noch alles schön voll. Später dann in einem Monat, anderthalb Monat wird dann abgeschleudert und so weiter und so fort. Aber da nehme ich dann eh wieder mit. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo da. Ich darf mich freuen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.